im ersten Pferd, nämlich mit Salvator. Das ist die junge Dame hier im gelben T-Shirt. Herzlich willkommen. Salvator, meine Damen und Herren, ist ein gekürter Hengst, der selber erst dreijährig ist. Er heißt also im letzten Jahr in München-Riem bei der Süddeutschen Körung das positive Körurteil bekommen hat. Er stammt ab von Sanremo, das wird Ihnen nicht allzu viel sagen, aber Sie haben ja auch die Möglichkeit, einen Equidenpass einzusehen. Sanremo selber war ja ein Hengst in Schweiganger. Über Sandor hatte er Thüringer Haflingerblut und hat uns sehr viele gute Pferde in der bayerischen Szene gebracht. Salvator selber ist ausgebildet worden von der Familie Schmidt. In Oberfranken sind sie zu Hause, engagierte Haflinger Züchter. Und dieser auch noch sehr jugendlich wirkende Hengst hat bereits Reitpferdeplatzierungen nachzuweisen mit einer Wertnote von 7,8. Das heißt, er liegt im guten Bereich. Sie haben es ja heute sicherlich auch schon gehört bei der Reitpferdeprüfung für die 3- und 4-jährigen jungen Haflinger. 7 ist ziemlich gut, 8 ist gut und da muss sich einer schon mächtig engagieren. Aber er hat vom Naturell her einfach die Möglichkeit, hier sich mit seiner Durchlässigkeit, vor allem mit seiner Umgänglichkeit, ich habe ihn unlängst auch mal gesehen, ein sehr nervenstarker Hengst, der sich hier locker präsentiert. Und er hat diese Reitpferdeprüfung, wie gesagt, als Zweiter gegen Warmblüter abgelegt. Das ist schon sehr beachtlich und spricht für ein relativ cooles Interieur, Umgänglichkeit, Handling, all das. Und vor allem, wenn Sie jetzt die Galoppade anschauen, schön gesetzte, ruhige Galoppade. Wichtig ist, dass die Pferde beim Reiter bleiben. Er wird ohne Hilfszüge vorgestellt, mit einfacher gebrochener Wasserbremse. So soll das sein, denn wichtig ist, dass die Pferde, die jungen Pferde, weich im Maul bleiben, dass sie schön an das Gebiss herantreten. So, und dann darfst du mal durchparieren zum Scherit, denn der Schritt ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ein Hengst, der im mittleren Rahmen steht, wie groß haben wir gemessen, Schmidt, bei der Körung? 1,45, 44, 46. Und Sie wissen ja, dass diese Hengste gerade jetzt in dieser Entwicklungsphase vom Dreijährigen auf den Vierjährigen noch einen ganz schönen Schub tun. Und wir müssen nicht unbedingt die Haflinger haben mit 1,50 und mehr, sondern gerade die Fahrer haben hier manchmal ein bisschen Probleme. Wenn sie dann über 1,48 gehen, können sie nicht mehr im kleinen Pferdebereich an den Start gehen. Was uns also sehr, sehr angenehm auffällt bei diesem Salvator, das ist ein hervorragendes Interieur, jetzt dehnt er sich schön, jawohl, gib ihm den Zügel hin, ein schön verjüngtes Genick, eine schön verjüngte Halsung, ein Schritt, der schön im Gleichmaß ist, wenn Sie mal den rechten Vorderfuß anschauen und den rechten Hinterfuß, das ist schon im ziemlich guten Bereich. Und wir wissen auch, dass er sich im Freispringen in allerbester Passkühle präsentieren kann. Ein liebenswerter junger Hengst, stören Sie sich nicht dran, wenn er Hengst ist. Steht mit Wallachen auf der Koppel, also fühlt sich außerordentlich wohl. Und das ist schon ein großer Indiz für ein gutes Interieur, eine gute Umgänglichkeit und ein gutes Handling. Jawohl, jetzt sehen wir ihn. Nochmal den Trab. Ja, das macht nichts, wenn er sich ein bisschen einfach mal loben wieder. Und dann kommt er zu sich. Schöner Goldfuchs. Gerade so für Betriebe, die auch Kinder und Jugendliche haben, ist er durchaus im praktischen, sehr angenehmen Rahmen. Jawohl. So, das war der Salvator.